Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Second habit. Die zweite Gewohnheit, über die wir sprechen wollen, ist die Verantwortungsgewohnheit. George Washington Carver hat gesagt, 99% der Fehler kommen von Menschen, die die Angewohnheit haben, sich herauszureden. Deshalb lautet mein Vorschlag heute, dass wir uns alle dazu verpflichten, uns nicht mehr herauszureden. Wenn ihr euch beispielsweise verspätet, wie wäre es damit, einfach zu sagen, es tut mir leid, ich habe mir meine Zeit schlecht eingeteilt. Wer sich herausredet, macht sich etwas vor und steht sich selbst im Weg, sodass er nicht frei werden kann. Wer hingegen Verantwortung übernimmt, wird mit dem konfrontiert, was er wirklich getan hat. Und das führt schließlich zu der Freiheit, die Gott für uns vorgesehen hat. Wer von euch versteht, dass ihr euch durch Ausflüchte nur selbst belügt und es euch schwer macht, von euren Problemen frei zu werden? Diesen Gedanken müsst ihr erst einmal verarbeiten, oder? Anfangs kann es ein richtiger Schock sein, wenn man Verantwortung für sein Leben übernimmt, weil man plötzlich niemanden mehr hat, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Die meisten unserer schlechten Gewohnheiten behalten wir nur, weil wir nicht aufhören, die Schuld dafür bei anderen zu suchen. Du bist schuld daran, dass ich so bin. Du bist schuld, du bist schuld. Für sein Verhalten gerade zu stehen, ist ehrenhaft. Es ist der Preis, den man zahlen muss, um wahre Größe zu erreichen. Es gibt durchaus Gründe, warum ihr so seid, wie ihr seid, aber benutzt diese nicht als Ausrede, so zu bleiben. Das nehme ich auf meine Kappe, sind Worte, die wie Musik in meinen Ohren klingen. Als Arbeitgeberin ist es ermüdend zu hören, wie Angestellte rechtfertigen, was sie getan haben. Warum kann man nicht einfach sagen, das war meine Schuld? Klar. Wenn es wirklich etwas zu klären gibt, dann sagt es. Aber viele Menschen tun sich unglaublich schwer damit, einfach zu sagen, das war meine Schuld. Es ist wunderbar, wenn Leute für ihr Verhalten gerade stehen. Und ich hasse es, wenn sie mir ihre Verantwortung übertragen. Teilweise bin ich selbst schuld daran, weil ich zu schnell die Verantwortung anderer übernehme. Das liegt daran, dass ich aufgrund des Missbrauchs in meiner Kindheit mit einem falschen Verantwortungsgefühl aufgewachsen bin. Hinzu kam, dass andere in meiner Familie sich den Problemen nicht angemessen stellten. Ich bin vermutlich auch von Natur aus ein verantwortungsvoller Typ. Also übernahm ich die Verantwortung für alles Mögliche. Deshalb habe ich mich in den letzten Jahren viel mit der Frage beschäftigt, wann ich mich lieber zurückhalten und wann ich das Ruder übernehmen soll. Kennt ihr das Dilemma auch? Inzwischen bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich mir wünsche, dass jeder selbst Verantwortung übernimmt. Es ist nicht fair, dass einer die Verantwortung für alle übernehmen soll. Ich liebe es, wenn Menschen sagen, das übernehme ich. Und es dann auch wirklich tun. Ausreden sind nichts Neues. Dieses Verhalten zeigte sich bereits im Garten Eden. Ihr kennt die Geschichte. Adam sagte zu Gott, das ist nicht meine Schuld. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Dadurch gab er im Endeffekt nicht nur Eva die Schuld, sondern Gott. Hättest du mir diese Frau nicht gegeben, hätte ich die Frucht auch nicht gegessen. Und als Gott Eva zur Rede stellte, gab sie dem Teufel die Schuld. Immer war jemand anders verantwortlich. Aber wenn ihr euch an den Ausgang der Geschichte erinnert, Gott hat sie alle zu sich zitiert, Adam, Eva und den Teufel, und ihnen das Urteil gesprochen. Dabei kam keiner ungeschoren davon. Joyce Meyer hat gesagt, ganz frisch, steht noch in keinem Buch, Ausreden für unser Verhalten oder die Folgen unseres Verhaltens zu finden, ist eine der größten Charakterschwächen der Menschen. Der Spruch ist doch Facebook-reif. Aber ihr dürft ihn erst teilen, nachdem ich ihn reingestellt habe. Ausreden für unser Verhalten oder die Folgen unseres Verhaltens zu finden, ist eine der größten Charakterschwächen der Menschen. Durch Ausreden entziehen wir uns unserer Verantwortung. Ich wollte ja wählen gehen, aber es hat so geregnet. Ach, kommt.
Ich wollte ja wählen gehen, aber an dem Tag hatte ich so viel zu tun. Es ist eure Verantwortung, wählen zu gehen. Wenn ihr Bürger einer Demokratie seid und die Freiheit dieser Demokratie genießt, dann gehört es zu eurer Verantwortung, wählen zu gehen. Entweder übernehmen wir Verantwortung oder wir werden später von unseren Umständen zur Verantwortung gezogen. Wer jetzt nicht Verantwortung übernimmt und sein Auto abbezahlt, wird zur Verantwortung gezogen, indem ihm sein Auto weggenommen wird. Wer jetzt nicht Verantwortung übernimmt und sowohl pünktlich zur Arbeit kommt, als auch gute Arbeit für sein Gehalt leistet, wird zur Verantwortung gezogen, indem er seinen Job verliert oder die Beförderung nicht bekommt, die er sich von Gott erbeten hat. Häufig wünschen wir uns, dass Gott sozusagen vorbeigeflogen kommt und uns mit einem Wunder beschenkt, ohne dass wir die Schritte gehen, die er uns aufgezeigt hat. Wir wollen, dass Gott auf uns hört, aber wir wollen nicht auf ihn hören. Es stimmt, Gott hat Nachsicht und es stimmt, Gott tut Gutes, auch wenn wir es nicht verdient haben. Aber ihr wisst genau, was ich meine. Wem von euch fallen einige Bereiche ein, in denen er verantwortungsbewusster sein könnte? Ja, ihr seid hier richtig. Das, was ihr hört, wird euch helfen. Eine Frau erzählte mir einmal, als ich sie über Qualitätsbewusstsein habe sprechen hören, veränderte sich mein Leben von Grund auf. Sie meinte, mir war gar nicht bewusst, dass man auf so etwas achten sollte. Ich hatte keine Ahnung, dass ich nicht sehr vorbildlich lebte. Meine Eltern waren sehr mittelmäßig gewesen und ich lebte einfach wie sie, ohne darin ein Problem zu sehen. Hoffentlich kann ich heute einigen die Augen öffnen und euch bewusst machen, wie wichtig diese Dinge sind. Warum sind sie so wichtig? Nun, wenn ich ein großes Kreuz um den Hals trage, überall jedoch nur Unordnung hinterlasse, über den Chef herziehe und grundsätzlich keine hohen Ansprüche an mich selbst stelle, was vermittelt das dann den anderen? Es vermittelt ihnen, dass ich eine Heuchlerin bin. Eine Heuchlerin! Andere Leute nennen uns Christen nur zu gern Heuchler. Deshalb sollten wir darauf achten, dass wir diese Bezeichnung nicht verdient haben. Habe ich recht? Ein weiterer Bereich ist der der Pflicht. Früher haben Menschen vieles aus reinem Pflichtgefühl getan und weil es nicht ehrbar gewesen wäre, die Pflicht nicht zu erfüllen. Das waren die guten alten Zeiten, oder? Als Männer und Frauen auf Ehre bedacht waren und keine Kosten und Mühen gescheut haben, um ihre Ehre zu verteidigen. Sie taten ihre Pflicht. Heutzutage herrscht das genaue Gegenteil. Männer verlassen in Scharen ihre Familien und Kinder und wollen sie nicht einmal mehr finanziell unterstützen oder sich um sie kümmern. Erbärmlich, absolut erbärmlich. Armselig. Und falls Sie gerade im Fernsehen zuschauen und sich vor Ihrer Verantwortung in diesem Bereich gedrückt haben und das in Ordnung finden, dann möchte ich Ihnen sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, Gott vergibt uns, aber Sie haben Kinder gezeugt, also müssen Sie sich auch um sie kümmern. Das ist Ihre Pflicht, das ist Ihre Verantwortung und Gott erwartet von Ihnen, dass Sie dieser Verantwortung nachkommen. Lasst uns 1. Timotheus 5, Vers 4 aufschlagen. Ich möchte euch noch ein paar weitere interessante Dinge zeigen. Wisst ihr, uns muss nicht nach allem zumute sein, dass es zu tun gilt. Habt ihr mich gehört? Einige Dinge sind einfach unsere Pflicht. Deshalb müsst ihr nicht gleich depressiv werden. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, in diesem Vers ging es um die Frage, um wen sich die Kirche finanziell kümmern sollte und wer wirklich als Witwe galt. Gottes ursprünglicher Plan war nicht, dass sich die Regierung um die Armen kümmert. Das sollten eigentlich die Kirche und die Familienangehörigen übernehmen. Viele Christen sind in dieser Hinsicht deshalb so untätig geworden, weil sie sich sagen, ach, das ist doch nicht meine Verantwortung. Dabei würden wir vor Glück fast platzen, wenn wir uns aufmachen und denen helfen würden, die sich selbst nicht helfen können. Es ist unsere Pflicht, uns um unsere Eltern und Großeltern zu kümmern, wenn sie nicht mehr für sich selbst sorgen können.
Diese Pflicht können wir auf niemanden abschieben. Wenn eine Witwe jedoch Kinder oder Enkel hat, haben vor allem diese die Pflicht, nach den Geboten Gottes zu leben und ihren Eltern das Gute, das sie ihnen gegeben haben, zurückzugeben, indem sie für sie sorgen. Das ist etwas, über das sich Gott freut. Ich habe eine verwitwete Tante, die nie Kinder hatte. Sie ist die Schwester meiner Mutter. Und ihr Mann, der vor mehreren Jahren gestorben ist, war der Bruder meines Vaters. Also gibt es eine sehr enge Verwandtschaft zwischen uns. Meine Mutter lebt auch noch. Sie ist jetzt 86. Und meine Tante ist 83. Und wir kümmern uns um sie. Wir kümmern uns um sie. Sie haben nur ein beschränktes Einkommen. Also übernehmen wir das, was Sie nicht bezahlen können, und sorgen dafür, dass Sie in einem schönen Umfeld leben. Unsere beiden Töchter gehen mit Ihnen zum Arzt und übernehmen Ihre Wäsche. So trägt die ganze Familie dazu bei, dass Sie gut versorgt sind. Täte ich das nicht, würde sich das negativ auf meine Arbeit auswirken. Wisst ihr warum? Weil es eine gottgegebene Pflicht ist. Dabei wäre es so einfach für mich zu sagen: Dafür habe ich keine Zeit, ich habe doch genug damit zu tun, die Welt zu retten. Aber Gott würde mir seinen Segen nicht schenken, um dem Rest der Welt zu helfen, wenn ich nicht meine grundlegenden familiären Pflichten erfüllen würde. Ihr sagt, aber meine Eltern haben mich schlecht behandelt, um die kümmere ich mich nicht. Meine Eltern haben mich auch schlecht behandelt. In dem Vers steht nicht, es sei denn, sie haben dich schlecht behandelt. Gut, vielleicht sollten wir das Thema lieber lassen. In 1. Timotheus 5, Vers 8 steht sogar, dass Christen, die nicht für ihre eigenen Verwandten sorgen, schlimmer sind als Leute, die mit der Kirche nichts am Hut haben. Also gehen wir ins Eingemachte. Seid verantwortungsbewusst, bezahlt eure Rechnungen und zwar rechtzeitig, räumt euer Zuhause auf, wascht euer Auto, mäht den Rasen. Seht nicht so aus, als würdet ihr auf einer Müllhalde leben. Mann, wäre ich heute bloß nicht hergekommen. Tja. Pech gehabt. Ich kann mir so richtig gut den einen oder anderen Christen vorstellen, der sonntags zwar in die Kirche geht, dessen Leben aber ansonsten in jeder Hinsicht ein heilloses Durcheinander ist und der nur darauf wartet, dass sich alles wie durch ein Wunder verändert. So funktioniert das nicht. Ich sage gerne, wenn du dein Möglichstes tust, wird Gott das Unmögliche tun. Ihr seid Gottes Partner und der Heilige Geist wird euch zeigen, wie ihr Ordnung in euer Leben bringen könnt, aber ihr werdet die Unordnung nicht einfach wegblasen, oder? Oh Joyce, wenn du wüsstest, wie viel Chaos in meinem Leben herrscht. Hört mal, ihr habt keine Vorstellung davon, was für ein heilloses Wrack ich damals war. Meine Gedanken gingen drunter und drüber. Ich wusste nicht, wie man zuversichtlich redet oder denkt. Ich wusste nicht, wie man angemessen mit Menschen umgeht. Ich ging allen auf die Nerven. Ich war einfach nur schlimm. Und ich versuchte, allen anderen die Schuld dafür zu geben. Ich betete beflissen, dass sich Dave doch ändern möge. Und ich betete, dass sich meine Kinder verändern würden. Eines Tages sprach Gott zu mir, als ich wieder so betete: Dave ist nicht das Problem. Ich dachte, na, wer dann? In unserer Beziehung gibt es doch nur ihn und mich. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so bin. Ich wurde als Kind schlecht behandelt. Jeder, der so aufgewachsen ist wie ich, würde sich genauso benehmen. Kommt, ihr müsst mit diesen Ausreden aufhören. Übernehmt Verantwortung für euer Leben. Niemand ist für eure Freude und euer Leben verantwortlich als nur ihr selbst. Mit Gottes Hilfe könnt ihr alles zum Positiven wenden. Und wenn ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst, kann euch kein Teufel und kein Mensch von dem Guten abhalten, das Gott für euch bereithält. Und meine Lieblingsgewohnheit. Eigentlich habe ich sie alle gern, aber da ich jetzt über sie sprechen möchte, ist sie meine Lieblingsgewohnheit. Die Gewohnheit der Großzügigkeit. Oh, großzügige Menschen haben ein weites Herz. Sie sind offenherzig. Großzügigkeit.
gehört zu den schönsten Dingen, die man erleben kann. Gott ist so großzügig. Er tut nie nur das, was absolut notwendig ist. Er tut stets unendlich viel mehr, als wir je von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Behandelt Menschen besser, als nötig wäre. Seid auch zu denen freundlich, die nicht unbedingt freundlich zu euch sind. Warum das denn? Weil ihr dadurch zeigt, dass ihr Kinder Gottes seid. Das steht in Matthäus 5, Vers 45. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Vergebt denen, die euch verletzt haben. Dadurch verhaltet ihr euch so, wie Gott sich euch gegenüber verhält. Seid nachsichtig mit Menschen. Das hat auch etwas mit Großzügigkeit zu tun. Helft anderen. Achtet auf das, was Menschen sagen. Und wenn ihr hört, dass sie eine Not haben, dann werdet nicht plötzlich taub. Und jetzt kommt der Knaller, der euch wahrscheinlich nicht gefallen wird. Hört auf, Gott um Dinge für andere Menschen zu bitten, die ihr genauso gut selbst erledigen könnt, aber einfach nicht tun wollt. Ich sage euch das, weil Gott mir das einmal sagte. Hör auf, mich um Dinge für andere Menschen zu bitten, die du genauso gut selbst erledigen könntest, wenn du bereit wärst, das dafür nötige Opfer zu bringen. Was haltet ihr davon? Was meint ihr? Hört sich das gut an? Ihr scheint das nicht allzu gut aufzunehmen. Deshalb gehe ich am besten einmal um das Pult herum und nehme einen zweiten Anlauf. Ich habe viele Methoden, wie ich euch dazu bringen kann, den Bissen zu essen, den ich euch gebe. Wisst ihr, was eine gute Mutter tut, wenn ihr Kind das Gemüse ausspuckt, das sie ihm gibt? Also, ich bleibe so lange dran, wie es nötig ist, aber ihr werdet heute den Spinat essen. Damit ihr stark werdet wie Popeye der Seemann. Leute sollten nicht auf Superheldenfilme angewiesen sein, um etwas Bewundernswertes in dieser Welt zu finden. Sie sollten dich bewundernswert finden. Was würde passieren, wenn wir uns tatsächlich um die Nöte kümmern, von denen wir hören? Aber Joyce, ich kann mich doch nicht um jede Not kümmern, von der ich höre. Das stimmt, aber wisst ihr was? Wenn ich früher das Gefühl hatte, dass ich jemandem helfen sollte, habe ich erst mal 3 Wochen gebetet und auf 3 Bestätigungen von Gott gewartet. Ich wollte, dass die Trompete aus dem Himmel erschalle und ich eine Prophetie erhielt, ehe ich mich dazu bewegen ließ, jemandem 10 Mäuse zu geben. Dann kam ich an den Punkt, an dem ich einfach nur noch gegeben habe. Vorübergehend fragte ich mich, ob ich es eventuell mit dem Geben übertrieb und nicht doch lieber erst beten sollte. Aber ich habe mich entschlossen, einfach zu geben. Wenn ich von einer Not höre und mich innerlich dazu gedrängt fühle, etwas dagegen zu unternehmen, dann mache ich das auch, sofern ich die Mittel dazu habe. Gewissermaßen tue ich das aus Egoismus heraus. Natürlich tue ich das für die Menschen, aber es macht mich gleichzeitig auch glücklich. Wenn ich mich vor anderen verschließe und mich nur um mich selbst drehe, schrumpfe ich innerlich. Dann wird meine Seele klein und knauserig. Wenn ich mein Herz dagegen öffne und einer Not mit Mitleid begegne, dann kostet mich das zwar etwas von meinem Hab und Gut oder von meiner Zeit. Vielleicht muss ich meinen Stolz herunterschlucken und nett zu jemandem sein, der nicht so freundlich zu mir war. Aber dann habe ich eine große Seele und bin offen für Gott. Ich kann mir keine bessere Gewohnheit vorstellen, als ein großzügiger, verantwortungsvoller, qualitätsbewusster Mensch zu sein, der sich von Gott auf eindrucksvolle Weise gebrauchen lässt. Versteht ihr? Drückt euch nicht davor, euch um die Nöte anderer zu kümmern. Denkt nicht, ich muss doch nicht schon wieder geben. Ich habe doch gestern etwas in den Opferkasten getan. Klar, ihr müsst nicht geben. Musstet ihr gestern Abend auch nicht. Aber wer sagt denn, dass ihr es nicht dürft? Gott hat nichts dagegen, wenn ihr 2-mal hintereinander gebt. Ich definitiv auch nicht. Ich möchte euch nur die Augen dafür öffnen, wie verdreht unser Denken häufig ist. Wenn ihr unglücklich seid, würde ich mich an eurer Stelle als erstes fragen, bin ich vielleicht zu egoistisch?
Eine einzelne Dame klatscht hier. Können Sie noch etwas lauter klatschen? Das stimmt wirklich. Irgendjemand soll sich bitte schön um mich kümmern. Gott hat mir schon vor langer Zeit gesagt, kümmere du dich um meine Angelegenheiten, dann kümmere ich mich um deine. Und häufig schenkt Gott einem nicht die Fähigkeit, sich selbst zu helfen. Das finde ich manchmal echt frustrierend. Leute sagen mir, was du mir gesagt hast, hat mein Leben total verändert. Und dann denke ich, und warum kann ich nicht etwas sagen, das mein Leben verändert? Aber Gott lässt nicht unbedingt zu, dass du dir selbst helfen kannst, weil er möchte, dass du anderen hilfst und Gott dir im Gegenzug helfen kann. Wenn du dir selbst nicht helfen kannst, dann ist es umso wichtiger, dass du anderen hilfst, weil du dadurch einen Samen säst, von dem Gott dir eine Ernte hervorbringen kann. Lasst uns die Großzügigkeit zur Gewohnheit machen. Wir sollten nicht nur das absolute Minimum tun, um unsere Pflicht zu erfüllen. Geht weit über das hinaus, was man normalerweise erwarten würde. Gebt in allem euer Bestes. Achtet auf Qualität. Übernehmt Verantwortung. Sag Gott, ich will mich nicht mehr herausreden. Mit deiner Hilfe will ich alles tun, was du von mir willst. Und seid so großzügig wie irgend möglich. Wenn ihr mit diesen drei Gewohnheiten anfangt, finden all die schlechten Gewohnheiten bald keinen Raum mehr in euch. Ihr werdet so voll des Guten sein, dass euch der ganze Müll nicht mehr reizt. So ist das, so ist das, so ist das. Konzentrieren Sie sich auf das gute Verhalten, das Sie einüben wollen, nicht auf das schlechte, das Sie sich abgewöhnen wollen. In Römer 12, Vers 21 heißt es: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Wir können schlechte Gewohnheiten ablegen, indem wir uns gute Gewohnheiten aneignen. Wie wär's mit einem täglichen Mutmacher? Mutmachende Gedanken liefert Ihnen die tägliche Andacht von Joyce per E-Mail. Jetzt kostenlos anmelden. Das Joyce-Meyer-Team freut sich, von Ihnen zu hören. Schreiben Sie uns. Es gibt so viele Orte auf der Welt, an denen verletzte und einsame Kinder leben. Dabei sollte kein Kind auf sich gestellt und ohne eine Familie aufwachsen. Genau wie Jesus einmal gefragt wurde, wer ist mein Nächster, möchten wir Sie heute fragen, wer sind unsere Kinder? Wer wird all diesen Kindern sagen, wie sehr Gott sie liebt und wie wertvoll sie sind? Es ist unvorstellbar, dass viele Kinder nicht zur Schule gehen können, weil sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeiten müssen, nur damit sie etwas zu essen haben. Viele Kinder müssen sehr weit laufen, um sauberes Wasser zu holen, wenn sie Durst haben. Und nicht nur das. Es gibt Millionen von Kindern auf der ganzen Welt, deren einzig verfügbares Trinkwasser mit Krankheitserregern verseucht ist. Kinder sollten ein Zuhause haben, in dem sie sich geliebt fühlen und nachts ruhig schlafen können. Doch diese einfachen Bedingungen sind für viele Kinder ein unerreichbarer Traum. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um diesen Kindern zu helfen. Aber viele von ihnen leben in zerrütteten Verhältnissen. Ihnen wurde zu oft gesagt, dass sie nichts taugen und sich ihr Leben nie ändern wird.
Es gibt viele Nöte und Herausforderungen in dieser Welt. Aber es gibt auch viele Menschen, die beschlossen haben, etwas dagegen zu unternehmen und diese Kinder als Teil ihrer eigenen Familie anzusehen. Wir von Joyce Meyer Ministries haben gesehen, in welchem Umfeld diese Kinder leben müssen. Deswegen haben wir das christliche Hilfswerk Hand of Hope gegründet. Dank der vielen Spender wächst jetzt täglich die Zahl der Kinder, denen wir unsere Hand reichen können, um ihnen zu helfen. Weltweit konnten wir mehr als 500 Brunnen bauen. Viele Menschen haben dadurch endlich Zugang zu frischem, gesundem Wasser. So viele Kinder müssen sich jetzt nicht mehr jeden Tag fragen, wo sie schlafen sollen. Sie dürfen einfach Kind sein und brauchen keine Angst mehr zu haben. Wir gehen auf die Straßen der Städte und geben Kindern die Möglichkeit, aus sich etwas Großartiges zu machen. Wir ermutigen sie, große Träume zu haben und sagen ihnen, dass sie etwas erreichen können. Wer also sind unsere Kinder? Das hier sind sie. Niemand sollte sich einsam fühlen. Gemeinsam können wir diesen Kindern zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Vielen Dank, dass Sie Teil dieser sagenhaften Familie sind. Gewohnheiten haben Macht in unserem Leben. Zunächst entwickeln wir sie, dann aber kann es sein, dass sie uns immer mehr steuern. Doch das muss nicht sein. In meinem Buch Alles nur Gewohnheit werden Sie entdecken, dass Sie schlechte Gewohnheiten loslassen können, wenn Sie Ihr Leben mit einer guten Gewohnheit nach der anderen füllen. Mit Gottes Hilfe können Sie den Kampf gegen schlechte Gewohnheiten gewinnen und Ihr Leben in ganz neue Bahnen lenken. Lesen Sie selbst. Bestellen Sie Ihr Exemplar von Alles nur Gewohnheit im Internet unter www.joyce-meyer.de. Oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 41111. Auch auf DVD. Bestellen Sie das ganze Set mit 2 Doppel-DVDs und Buch zum Sparpreis. Gleich mitbestellen. Die Mutmacher-Postkarten von Joyce Meyer. Zum Weitergeben und Verschenken. Haben Sie heute schon jemanden ermutigt?